Wunderbar. Und ich will eben heute nicht die Gemeinwohlökonomie in allen ihren Zügen nochmal erklären. Daraus kann man einen eigenen Vortrag machen, sondern ich will speziell auf die Herausforderungen, aber auch Potenziale für Kommunen eingehen. Ich habe hierfür eine kleine Agenda mitgebracht. Ich würde erst einmal den Bogen spannen und ganz kurz, ich denke, viele von Ihnen sagt das Thema was, es ist auch wirklich nichts Neues mehr, aber die Nachhaltigkeit im kommunalen Kontext erklären. Ich habe Ihnen hier ein paar interessante Statistiken mitgebracht, relativ neue, die ja, das vielleicht dann nochmal ein Licht drauf scheinen, wie Nachhaltigkeit im kommunalen Kontext im Moment umgesetzt wird. Dann will ich ein bisschen zum Gemeinwohl erzählen, werde ich auch recht kurz halten. Kurz anreißen, was die Gemeinwohlökonomie ist. Wie schon gesagt, das ist ein sehr breites Feld. Wir werden nur oberflächlich darauf eingehen, was kann die Gemeinwohlökonomie leisten, was für Arbeitsmaterialien gibt es für die Gemeinwohlökonomie. Und dann werden wir ganz kurz uns anschauen, wie hält die Gemeinwohlökonomie stand gegenüber anderen Werkzeugen? Ja, was gibt es sonst noch auf dem Markt? Oder wie können Kommunen, welche Strategien gibt es für Kommunen, um nachhaltige Entwicklung umzusetzen? Und last but not least werde ich auf ein paar konkrete Handlungsempfehlungen eingehen. Ich habe hier über dieses Thema Gemeinwohlökonomie in Kommunen meine Masterarbeit verfasst. Und ja, in diesem Zuge durfte ich auch mit einer Stadt zusammenarbeiten in dem Feld und habe auch mehrere Experten zu dem Thema befragt. Und da werde ich ein paar Einblicke mit Ihnen teilen. Ja, was denn konkrete Handlungsempfehlungen werden. Oder was auch Herausforderungen sind bei der Umsetzung oder wie man eben dieses Thema, falls es einen interessiert, bestmöglich umsetzen kann. Gut, zum Einstieg habe ich Ihnen was mitgebracht. Das ist aufgrund des Datums heute relativ aktuell. Das nennt sich Country Overshoot Day oder Earth Overshoot Day. Und das ist sozusagen, wird von einem Unternehmen, einer globalen Organisation einmal im Jahr erhoben. Und das soll zeigen, wenn wir mit unserem jetzigen Ressourcenverbrauch und unseren heutigen Mitteln so leben, wie es in unseren Ländern aussieht, wann wären die Ressourcen der Erde, wenn wir so kontinuierlich weitermachen würden, an welchem Tag des Jahres wären die Ressourcen aufgebraucht? Und obwohl Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit sicher nicht ganz schlecht aufgestellt war in den letzten Jahren und auch nicht als letzter begonnen hat, sind wir hier nächste Woche schon dran. Am 3. Mai würden wir mit unserem momentanen Ressourcenverbrauch, die Daten sind von 2020, würden wir sozusagen die Ressourcen verbraucht haben und dann hätten wir noch knapp 6 Monate, wo wir sozusagen eine zusätzliche Erde bräuchten, wenn wir so weitermachen. Das heißt, Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein essentielles Thema und wir sind auch noch nicht, wir haben das Problem noch nicht gelöst. Wir müssen da weiter dranbleiben und Kommunen sind da einfach ein ganz wichtiger Akteur in diesem ganzen Gebilde. Nur ganz kurz, ja, will ich noch mal eine Definition zur Nachhaltigkeit mitbringen. Ich habe hier die bekannteste ausgewählt. Die kommt vom Brundtland-Bericht 1987. Und hier wurde gesagt, Sustainable Development is Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Ja, das muss man jetzt nicht übersetzen. Was sagt uns diese Definition? Hier wird nicht nur auf Umwelt, Ökologie, Ökonomie, Soziales eingegangen. Nein, es wird ganzheitlich einfach auf die Generationsgerechtigkeit hingewiesen. Das heißt, wir müssen so uns verhalten, und unsere kommenden Generationen, dass die Generation danach die gleichen Chancen, die gleichen Potenziale hat wie die Generation davor. Wir dürfen sozusagen uns nicht egoistisch verhalten. Und diese Art der Nachhaltigkeit, die wurde jetzt auch, es ist schon ein bisschen her, aber in diesem Jahrzehnt sehr präsent von der UN nochmal verankert. In einem globalen Kontext in den Sustainable Development Goals. Ja, die kennen Sie sicher alle. Ich glaube, die sind sehr bekannt, auch sehr plakativ, aber trotzdem wichtig. Und hier wurde einfach auf 17 Zielen verankert, wie kommen wir, die ganze Menschheit, wie kommen wir
an ein nachhaltigeres Ziel. Ja, wie kommen wir zu einer nachhaltigeren Entwicklung? Deutschland hat diese Sustainable Development Goals mit unterzeichnet, also die sich auch dahingehend verschrieben. Und das erste Mal in diesem, deswegen erwähne ich es auch, in diesen Zielen werden auch Gemeinden und Städte, also Kommunen und Städten, in die Pflicht genommen. Davor war es immer eine Bundesaufgabe, es war eine Landesaufgabe, für nachhaltige Bedingungen zu sorgen, ja, mehr Nachhaltigkeit anzustreben. Aber jetzt, seit einigen Jahren, sind auch ein bisschen die Kommunen mit in die Pflicht genommen, dass wir uns sozusagen auch einfach zu nachhaltigen Städten und Kommunen entwickeln. Ja, wie noch, ich gehe es nur ganz kurz durch. Wie ist das sozusagen in Deutschland abgelaufen? Also es ist nicht seit den SDGs 2015 arbeitet Deutschland an nachhaltiger Entwicklung, sondern schon seit 2002 gibt es eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die umgesetzt und fortgeschrieben wird. Dann im Jahr 2016, ein Jahr nach der Veröffentlichung der SDGs, wurde diese Strategie angepasst auf die UN-Ziele. Und seitdem werden diese 17 SDGs mit ihren Unterindikatoren statistisch gemessen und fortgeschrieben, dass man dann sozusagen auch sieht, sind wir noch auf dem richtigen Kurs, schaffen wir unsere Ziele, die wir uns vorgenommen haben, oder müssen wir nachbessern? Es ist also eigentlich ein Modell zur Erfolgskontrolle und zur Organisationsstruktur. Ähnlich wie die Gemeinwohlökonomie, da kommen wir noch drauf. Genau. Und jetzt will ich so ein bisschen den Bogen spannen zur Nachhaltigkeit im kommunalen Umfeld. Hier habe ich Ihnen Daten mitgebracht aus dem Jahr 2016 und 2017. Ist jetzt vielleicht nicht mehr tagesaktuell, aber ich denke, die Tendenzen sind immer noch erkennbar und sind nicht weniger wichtig. Und hier wurden einmal Verwaltungsvertreter, also die kommunalen Verwaltungen, und einmal dann bei einer anderen Studie Fraktionsvorsitzende und Mandatsträger gefragt, also politische Vertreter, wie wird Nachhaltigkeit bei Ihnen in der Kommune umgesetzt? Und man sieht hier wurden Verwaltungen befragt, wie wird Nachhaltigkeit bei Ihnen umgesetzt? Man sieht, es sind eher Insellösungen werden präferiert. Der Hauptteil, der Hauptbestandteil der Ergebnisse sind bislang, werden verschiedene Aktivitäten zur nachhaltigen Entwicklung in unterschiedlichen Ressorts unabhängig voneinander durchgeführt. Das heißt, es wird sicher daran gearbeitet, aber es gibt keine übergreifende Strategie oder es gibt ressortübergreifende Arbeitsgruppen, aber nur zu einzelnen nachhaltigkeitsrelevanten Themen. Zum Beispiel Konzepte integrierte Planung. Wenn Sie einen kommunalen Background haben, dann haben Sie das sicher schon mal erlebt. Aber es ist eher selten, wie man hier sieht, dass es wirklich übergeordnete Funktionen gibt, Organisationsstrukturen gibt, vielleicht eine Stelle gibt, die auch Nachhaltigkeit betreut. Das ist eher noch nicht der Fall. Wir planen eher noch in Insellösungen. Ähnlich sieht es aus, wenn man ja die Strategie hinterfragt oder das Leitbild. Da wurden die Kommunen eben gefragt, gibt es ein Leitbild zur nachhaltigen Entwicklung? Und hier haben im Durchschnitt 32% der Kommunen gesagt, ja, wir haben so eine Strategie, wir haben so ein Leitbild für unsere nachhaltige Entwicklung. 26% haben gesagt, nein, es gibt noch keins, aber es ist fest geplant. Das heißt, man ist schon auf dem Weg dahin, eine Strategie zu entwickeln. Über 40% haben gesagt, nein, sowas ist gar nicht geplant. Also man sieht hier auch wenn Nachhaltigkeit schon ja seit längerer Zeit jetzt, würde ich mal sagen, in aller Munde ist, viele Kommunen haben sich noch nicht herangetraut an dieses doch dickere Brett. Und was auch auffällig ist, dass größere Städte und Kommunen hier deutlich besser aufgestellt sind. Ja, also bei Kommunen über 100.000 Einwohner oder auch Kommunen zwischen 50 und 100.000 Einwohnern ist die Zahl der Kommunen, die eine Strategie haben, die ein Leitbild haben, deutlich höher als bei kleineren Kommunen und Kommunen bis 50.000 Einwohnern. Das heißt, hier hat man dann auch eine Art Vorteil, wenn man größer ist, vielleicht einfach auf mehr Personal zurückgreifen kann und sich besser strukturieren kann.
Gut, ich gehe vielleicht nochmal zurück. Halten Sie sich ganz kurz diese Zahl im Kopf fest. Ja, wir haben 30% der Kommunen, die ein Leitbild zur nachhaltigen Entwicklung haben, laut Verwaltungsangaben. Jetzt komme ich nämlich zu einer Folgestudie, die ja die gleiche Datenbasis hat, nur diesmal wurden die politischen Vertreter befragt, Mandatsträger, Fraktionsvorsitzende vor allem. Und hier wurde auch gefragt, ja, welche Instrumente, welche Maßnahmen werden denn bei Ihnen in der Kommune zur Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung angewendet? Und hier sieht man, dass die übergreifende Nachhaltigkeitsstrategie nur von 6,5% der Befragten genannt wird. Dann gibt es noch die Nachhaltigkeitsberichte. Ja, das ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber das kann man vielleicht noch ähnlich sehen. Das wird von 7,7% angegeben. Dann gibt es noch Nachhaltigkeitschecks bei Ratsbeschlüssen und Integration von Nachhaltigkeitszielen und Maßnahmen in den Haushalt. Die sind jetzt vielleicht eher nebensächlich für uns. Und über 60% sagen, es sind gar keine Maßnahmen geplant. Und wenn Sie sich die Zahl von vorhin gemerkt haben, dass knapp 30% der Verwaltungen ein Leitbild beziehungsweise eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, ja, das gibt wenigstens die Verwaltung an, dann muss man sagen, dass hier einfach eine Diskrepanz vorliegt, dass ein deutlicher Unterschied in der Wahrnehmung besteht zwischen Politik und Verwaltung. Und ja, da müsste man jetzt Ursachenforschung betreiben, aber es könnte sein, dass ein Informationsdefizit vorliegt oder dass einfach die Kommunikation nicht optimal ist oder dass die Verwaltung beziehungsweise die Politik einfach nicht gut genug miteinander kommunizieren und die Informationen nicht perfekt aneinander weitergegeben werden, dass es dann zu solchen Diskrepanzen kommt. Ja, also da sieht man dann auch ein Miteinander von Verwaltung und Politik bei Nachhaltigkeitsaktivitäten ist nicht zu unterschätzen. Gut, wie soll dieses ganze Thema denn aussehen? Was wünschen sich denn politische Vertreter und Verwaltungen? Wie soll man die nachhaltige Entwicklung umsetzen? Was soll die Kommunalpolitik bewirken? Und hier sieht man, nachhaltiges Handeln soll in der Politik und in der Verwaltung in beiden Bereichen ein Thema sein und soll auch in beiden Bereichen verankert werden. Da sind sich die Politiker recht einig. Man soll es in Ratsbeschlüssen berücksichtigen, die nachhaltige Entwicklung, und man soll gemeinsam mit der Verwaltung strategische Leitlinien zur nachhaltigen Entwicklung entwickeln. Das heißt, hier haben wir eigentlich das Problem, das wir vorhin gesehen haben, dass noch nicht so viele Kommunen ein nachhaltiges Leitbild haben. Das wünschen sich viele Politiker, aber vielleicht gibt es hier auch einfach noch ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Es gibt natürlich noch andere Themen, die relevant sind, aber es geht schon in diese Richtung. Und ähnlich geht es den Kommunen, den Verwaltungen jetzt speziell. Da wurde gefragt, welche Instrumente wünscht man sich denn für Kommunen, um nachhaltige Entwicklung umzusetzen? Was braucht es denn für die Kommunen, dass man ja so eine gewollte Entwicklung dann auch wirklich durchführen kann? Und einerseits sehr wichtig ist den Kommunen oder den Verwaltungen, dass man gute Beispiele für eine nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene sammelt. Ja, es gibt sehr viel Literatur zur nachhaltigen Entwicklung auf Bundesebene, auf Landesebene, weil diese Themen einfach schon länger auch in landes- und bundesweiten Strategien integriert sind als in kommunalen Strategien. Aber auf kommunaler Ebene, da gibt es noch nicht ganz so viel Praxisbeispiele. Oder man muss ein bisschen genauer suchen. Und eine andere sehr wichtige Thematik wäre, wir brauchen oder die Verwaltung wünscht sich praxistaugliche Instrumente zur Unterstützung des kommunalen Nachhaltigkeitsmanagements. Und das wäre jetzt ein Thema des heutigen Vortrags. Die Gemeinwohlökonomie bietet dazu zum Beispiel Arbeitsmaterialien an. Es sind sicher nicht die einzigen Arbeitsmaterialien, die sozusagen existieren, aber da gibt es wirklich konkrete praxistaugliche Instrumente, um ein kommunales Nachhaltigkeitsmanagement zu betreiben. Und das scheint gefragt zu sein und gewünscht zu sein. Ja,
Warum heißt das Ganze dann Gemeinwohlökonomie und nicht nachhaltige Entwicklungsökonomie? Es geht primär um das Gemeinwohl, aber dass sich diese zwei Begriffe gar nicht so unterschiedlich sind oder dass die sich schon nahe kommen, wenn man sie ja in den Kontext setzt, das will ich jetzt ein bisschen aufzeigen. Erstmal, was ist denn überhaupt Gemeinwohl? Und da muss man sagen, das ist ein Begriff, den gibt es schon sehr lange in der Menschheit, in verschiedenen Kulturen. Plato und Aristoteles haben sich schon darüber gestritten, wie Gemeinwohl umzusetzen ist oder was es überhaupt bedeutet. Thomas von Aquin hat dazu Thesen verfasst. Im Endeffekt muss man sagen, es gibt gar keine starre und allgemeingültige Definition, die auf alles anwendbar ist. Man muss wirklich sagen, jede Gesellschaft für sich, jedes Individuum muss für sich selbst definieren, was Gemeinwohl ist. Ja, ist natürlich für ein Konzept, für eine Strategie wie die Gemeinwohlökonomie recht schwierig, sich auf so eine fluide Definition einzulassen. Man muss ja die Gemeinwohlökonomie, dieses Konzept mit Werten und Fakten versehen. Und ja, dementsprechend wurde das dann auch gemacht. Da gehe ich gleich drauf ein. Vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs zum Gemeinwohl. Es gibt einen Gemeinwohlatlas, der ist auch sozusagen, wird veröffentlicht. Da werden statistische Daten erhoben und da wurden die Bürger Deutschlands gefragt, ja, was ist für mich Gemeinwohl und was bestimmt Gemeinwohl, wie wichtig ist Gemeinwohl? Und hier kam heraus, dass 98% der Befragten der Meinung waren, dass die öffentliche Verwaltung eine hohe Verantwortung hat, zum Gemeinwohl beizutragen. Das klingt jetzt vielleicht für viele selbstverständlich, aber ich denke, 98%, das ist schon also wirklich ein erstaunlicher Wert, sieht man selten in solchen Statistiken. Und 81 von 100 Befragten sehen sich besorgt bis sehr besorgt, dass dem Gemeinwohl in Deutschland zu wenig Beachtung geschenkt wird. Also vielleicht wird auch in der Gesellschaft überlegt, ob hier ein Umdenken stattfinden muss. Jetzt wieder zurück zur Gemeinwohlökonomie. Was ist das überhaupt? Das soll ja eine Idee darstellen, die das Gemeinwohl als höchsten kollektiven Wert in den Vordergrund des Handelns zu stellen. Für Kommunen würde das jetzt heißen, in den Vordergrund des kommunalen Handelns. Und wichtig ist hierbei, ja, man will gewisse Werte vermitteln, aber diese Werte beziehen sich natürlich dann auf das kommunale Handeln. Und das wären Werte, ich denke, für viele ist das selbstverständlich, aber das wären Werte wie Menschenwürde, Werte wie Solidarität, Werte wie ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Das sind die fünf zentralen Werte für die kommunale Gemeinwohlbilanz. Und anhand von diesen Werten im Zusammenhang mit den verschiedenen Berührungsgruppen der Kommunen wird die Gemeinwohlaktivität einer Kommune mit einer Gemeinwohlbilanz dann gemessen. Das heißt, die Gemeinwohlökonomie versucht, andere Messgrößen einzuführen für kommunales Handeln, für Verwaltungshandeln, wie vielleicht die herkömmlichen. Und was ist die gängigste herkömmliche Messgröße? Ist die finanzielle Erfolgsmessung, das sind monetäre Messungen. Ja, wie gut ist die Haushaltssituation? Wie viel Geld haben Kommunen, haben Verwaltungen auf der hohen Kante? Wie kann man seine Ausgaben optimieren? Haben wir möglichst viel ja, verbaut, Straßenkilometer gebaut? Wurden sozusagen große Infrastrukturprojekte umgesetzt? Aber ich denke, diese Messung ist schon ja nicht immer anwendbar, weil in vielen Fällen sind kommunale Dienstleistungen einfach nicht monetär messbar und es geht ja wirklich um das Allgemeinwohl und um das Wohl des Bürgers. Und dementsprechend ist es vielleicht ein Konzept, mit dem sich viele Kommunen auch identifizieren können. Wie schaut es dann das Ganze grafisch aus? Ich habe Ihnen die Matrix für Gemeinden, die zweite Version mal mitgebracht. Und hier werden diese fünf Werte, die ich angesprochen habe, auch sozusagen jetzt mit Indikatoren versehen. Und diese Berührungsgruppen, das sind
sozusagen die Menschen, die Gruppen, die Themen, mit denen Kommunen interagieren. Und zusammen spannt sich damit eine Matrix auf mit 25 Indikatoren, die verschiedene Bereiche des Gemeinwohls im Ganzen dann abdecken soll. Ja, zum Beispiel ökologische Nachhaltigkeit, Förderung des ökologischen Verhaltens bei Mitarbeitern der Kommunen. Das wäre jetzt ein Indikator. Und was soll diese Matrix darstellen? Die Matrix ist nur ein Bestandteil der Arbeitsmaterialien. Es gibt dazu ein ganzes Handbuch, wo jeder einzelne Indikator erklärt wird, wo auch darauf eingegangen wird, wie man mit diesen Messtools, mit diesen Werkzeugen arbeitet. Aber es ist eigentlich ein strategischer Leitfaden zur Entwicklung und Erhaltung von definierten Gemeinwohlwerten, eben diesen Werten. Und es ist auf der anderen Seite auch ein Bilanzinstrument zur Erfassung und Fortschreibung der nachhaltigen Ausrichtung einer Kommune. Man könnte jetzt sagen, hier wird Gemeinwohl gemessen, also einer Gemeinwohlausrichtung der Kommune. Aber wir haben hier Werte wie ökologische Nachhaltigkeit, die Ökologie. Wir haben Werte wie Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, Solidarität. Also das Soziale ist sicher auch vertreten und die Ökonomie ist sicher auch vertreten. Dementsprechend die Generationsgerechtigkeit ist auch gegeben. Also ich glaube schon, dass man das auch als Instrument einer nachhaltigen Ausrichtung bezeichnen darf, die Gemeinwohlmatrix. Wie würde das dann ausschauen, wenn man wirklich alle Schritte durchlaufen hat und am Schluss auditiert wird extern? Dann gibt es für Kommunen, die diesen Prozess erfolgreich abgeschlossen haben, ein Testat. Und hier werden auch Punkte vergeben. Ja, also in den einzelnen Bereichen, in den einzelnen Indikatoren wird dann ein Punktewert erreicht und dann sieht man, wo steht man bereits, in welchen Feldern, wo hat man vielleicht noch weiße Flecken, wo ist man schon sehr gut in seinem kommunalen Handeln. Und ganz interessant ist es natürlich auch für die Erfolgsmessung, wenn man sich dann ja in einem Folgejahr nochmal testieren lässt oder auditieren lässt, dann kann man sehen, wo hat man sich verbessert. Wo muss noch nachgebessert werden und wo gibt es vielleicht noch Möglichkeiten oder wo hat man sich auch vielleicht verschlechtert und muss einfach wieder ein bisschen Themen mehr in den Fokus rücken. Und warum jetzt genau dieses System, warum sollte das für Kommunen stattfinden? Ja, da habe ich mir mal das Arbeitsbuch angeschaut. Der Gemeinwohlökonomie. Und da, ja, gibt es schöne positive Aspekte, die sozusagen für die Gemeinwohlökonomie sprechen. Ja, ich werde ein paar kurz aufrufen. Die Gemeinde startet einen sinnstiftenden Lernprozess. Wenn man sich mit diesem Thema noch nicht davor auseinandergesetzt hat und auf einmal dieses Thema ganzheitlich betrachtet, ja, werden in vielen Bereichen einfach positive, natürlich auch zum Teil negative, aber ja, vermehrt positive Erfahrungen gemacht, weil man das große, nicht greifbare Konzept der Nachhaltigkeit auf einmal kommunal greifbar machen kann und runterbrechen kann in einzelne Projekte und Schritte. Die Motivation, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, steigt bei allen, die für die Gemeinde arbeiten. Das setzt natürlich voraus, dass das ein ganzheitlicher Prozess ist und dass da die ganze Verwaltung, eventuell auch die Politik mit an einem Strang ziehen. Aber dann ist es auf jeden Fall gegeben. Die politische Führung verschafft den Mitarbeitern aller Stufen in der Gemeinde einen Kompass für das künftige Verhalten. Genau, also die Gemeinwohlökonomie kann dann auch sozusagen eine Art Organisationstool sein, in dem man das Verwaltungshandeln ja, an dem man das Verwaltungshandeln dran ausrichtet und das für viele Mitarbeiter auch einfach eine Hilfestellung sein kann in ihrem täglichen Arbeiten. Im Irrgarten der Rechtsvorschriften schafft der Kompass eine Ausrichtung auf das Richtige und Wesentliche. Ja, da muss man sagen, das stimmt. Hier ist aber auch in der Gemeinwohlökonomie, ja, Rechtsvorschriften sind schwierig zu umgehen. Und vor allem auf kommunaler Ebene gibt es Vorschriften, die ja bei Vergaberichtlinien oder auch tariflichen Beschränkungen, wenn es um Bezahlung der Mitarbeiter geht, die nicht so einfach auszuhebeln sind.
Es kann aber in einzelnen Ebenen für viele Verwaltungsmitarbeiter durchaus einen positiven Effekt haben. Alle lernen, welche Aufgaben sich die Gemeinde gestellt hat und wie weit diese bis heute umgesetzt sind. Alle wissen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Das wäre eben dieser strategische Aspekt, ein ja, Leitlinienaspekt der Gemeinwohlökonomie, wenn man so einen Zertifizierungsprozess anstößt oder auch einfach sich nur mit der Gemeinwohlökonomie, mit den Arbeitsmaterialien auseinandersetzt, dann ist man auf einem Weg, ja, man hat einen Fahrplan und man kann sich da Stück für Stück entlang hangeln und man weiß auch sozusagen, wo man steht, wenn man erstmal eine Bestandsaufnahme natürlich gemacht hat. Und die Gemeinde kann ihre Herausforderungen, sich strategisch auszurichten und ihre Potenziale zu entfalten, kann dem Ganzen besser begegnen. Und zu guter Letzt, die Gemeindeverwaltung gewinnt die Unterstützung all ihrer Berührungsgruppen und kann mit deren Hilfe eine nachhaltige Pionierrolle übernehmen. Hier muss man einfach sagen, der GWÖ-Prozess, also die Arbeit mit der Gemeinwohlökonomie, mit den Arbeitsmaterialien, soll transparent gestaltet sein. Die Bilanzierung, wenn man sich sozusagen zertifizieren lässt, auditieren lässt, das muss öffentlich gemacht werden. Das heißt, auch der Bürger hat hier einen sehr guten Einblick in das Verwaltungshandeln, in das kommunale Handeln. Und damit nimmt man eben auch alle Berührungsgruppen mit auf diesen Prozess und ja, kann auch seine Bestrebungen zur nachhaltigen Entwicklung deutlich besser kommunizieren. Ja, was legitimiert einfach eigentlich diesen Prozess? Ja, dass man jetzt sagt, nein, man denkt nicht mehr nur primär finanziell, man denkt nicht nur primär in schon gegebenen Richtlinien, Rahmenbedingungen, sondern vielleicht versucht man sich mit einem alternativen Modell der Gemeinwohlökonomie. Man muss schon sagen, auch wenn es hier nicht von der Gemeinwohlökonomie gesprochen wird, aber in vielen Verfassungen, auch in der bayerischen Verfassung, ist das Gemeinwohl ein zentraler Aspekt. Also auch auf Verfassungsebene sind Kommunen schon, ich würde nicht sagen, konkret verpflichtet, aber angehalten, im Sinne des Gemeinwohls zu handeln. Man sieht es hier in der bayerischen Verfassung, Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat, er dient dem Gemeinwohl. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Eigentum verpflichtet, hier im deutschen Grundgesetz, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und auch noch interessant, auch auf europäischer Ebene wurde das Konzept diskutiert im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Wurde das Konzept vorgestellt und der Ausschuss hat sozusagen mit einer positiven Abstimmung den Grundstein gesetzt, die GWÖ in den nationalen und europäischen Rechtsrahmen mit aufzunehmen. Und vielleicht noch ein anderer Fakt, seit 2014, in Deutschland 2017 umgesetzt, gibt es eine EU-Richtlinie für Unternehmen vorab, dass bei großen Unternehmen, bei ab 500 Mitarbeitern, die Unternehmen verpflichtet sind, nicht finanzielle Kennzahlen offenzulegen. Ja, dass man sozusagen eine Art Nachhaltigkeitsbericht, einen Sustainability-Bericht abgeben muss und auch die Bürger über das Handeln des Unternehmens informieren muss. Und da muss man sagen, das ist verpflichtend. Da gibt es viele Verwaltungen in kreisfreien Städten, in großen Städten, in Hauptstädten, die diese Größe erreichen, die über 500 Mitarbeiter haben und wenn man den gesamten Verwaltungsapparat zusammennimmt, da vielleicht auch deutlich drüber sind. Und für Kommunen gibt es keine solche Verpflichtung. Also da sind uns die Unternehmen vielleicht sogar einen Schritt voraus und obwohl die Kommunen vielleicht noch mehr in der Pflicht sind, transparent zu sein gegenüber dem Bürger. Dann Ja. gehen wir mal inhaltlich noch mal kurz rein. Ich wollte nur noch jetzt hinweisen, dass es natürlich nicht nur die Gemeinwohlökonomie gibt. Vor allem für Unternehmen gibt es da sehr viele andere Modelle. Aber was die Folien, die jetzt kommen, euch auch mitgeben sollen oder euch sagen wollen, dass nur weil es Gemeinwohl heißt, muss es nicht heißen, dass es nicht auch gleichzeitig Nachhaltigkeit ist. Eine ganz, ja, bekannte Ganz bekannte Leitlinien, ein Managementansatz ist es eigentlich,
zum nachhaltigen Handeln ist die ISO 26000. Die ist schon ein bisschen, ja, oder ein bisschen älter als die Gemeinwohlökonomie, aber in der gleichen Zeit noch veröffentlicht worden. Die ist nicht zertifizierbar, aber hier sieht man auch, da gibt es 7 Hauptorganisationseinheiten und das wäre zum Beispiel die Umwelt. Und dann sieht man hier auch bei der Gemeinwohlökonomie haben wir die ökologische Nachhaltigkeit, die die Umwelt mit abdeckt. Und man hat Arbeitspraktiken, Menschenrechte, da sind wir bei Menschenwürde oder auch bei der sozialen Gerechtigkeit, Konsumentenanliegen. Das wäre dann auch wieder hier in der Berührungsgruppe zu verorten, Bevölkerung und Wirtschaft und bei den Lieferantinnen. Und man sieht schon auch hier die Inhalte, auch wenn sie vielleicht anders aufgebaut sind und minimal anders genannt werden, sind natürlich nicht ganz deckungsgleich, aber es gibt Überschneidungen. Ähnlich ist es auch mit den Sustainable Development Goals. Hier sehr super Grafik bereitgestellt, wo man sieht, wie die Sustainable Development Goals dann in die einzelnen Indikatoren der Gemeinwohlökonomie reinpassen würden. Ist jetzt natürlich auch nicht 1:1 anwendbar auf Verwaltungen und Kommunen, aber man sieht auch, dass hier wenig blinde Flecken sind oder wenig leere Kästchen sind, wo man sagt, die globale Strategie, die lässt sich eben auch aufs Verwaltungshandeln oder dann auch wieder in der Gemeinwohlökonomie wiederfinden. Dann gibt es noch andere Systeme. Der Klimaschutzmanager kennt es vielleicht, ja, das Umweltmanagement, die ISO 14001. Es gibt das EMAS, ja, also andere Öko-Zertifizierungsmöglichkeiten, Umweltzertifizierungsmöglichkeiten, die sind aber nicht ganzheitlich. Das ist was Selektives. Da kann man sich zertifizieren lassen, man kann den Prozess anstoßen, aber dann hat man eben nur in einem Bereich der Nachhaltigkeit oder des Gemeinwohls agiert. Es gibt die Global Reporting Initiative, da können sich Unternehmen zertifizieren lassen, genauso wie den deutschen Nachhaltigkeitskodex. Das sind alles zertifizierbare Berichterstattungssysteme. Ja, hier kann man eine Rechenschaft ablegen und einen Bericht sozusagen für dann seine Berührungsgruppen, für die Bürger, für die Kunden ja, erstellen und sein nachhaltiges Handeln sozusagen nach außen kommunizieren. Was man aber hier sehen muss, es ist nicht auf Kommunen ausgerichtet, das sind alles Unternehmensmodelle. Und eine Kommune tickt vielleicht doch noch ein bisschen anders. Es gibt die SDGs, kann man vielleicht ja runterbrechen auf kommunaler Ebene. Da gibt es auch eine Studie, die kann ich vielleicht mal mit anhängen am Ende, wie das gemacht worden ist. Das ist aber auch ein sehr kleinteiliger Prozess. Und sonst gibt es wirklich nicht viele Möglichkeiten, sich zu berichten, ganzheitlich als Kommune mit einem auf Kommunen ausgerichteten System. Was auch noch wichtig ist, die Gemeinwohlökonomie basiert jetzt nicht auf dem branchenüblichen Prinzip Comply or Explain. Was heißt das, Comply or Explain? Das heißt, entweder man kriegt von einem Berichtsstandard eine Gruppe, eine Frage, zum Beispiel zum CO2-Ausstoß, den eine Kommune hat oder den ein spezieller Bereich des Unternehmens hat. Und wenn man den nicht erfassen kann, wenn man den sozusagen nicht berichten kann, dann muss man erklären, warum man den nicht erfassen kann, weil einem die Technik fehlt, weil das vielleicht für das Unternehmen nicht relevant ist, weil man kein CO2 ausstößt. Und sonst berichtet man nur seine Kennzahl. Berichtet man so und so viele Tonnen CO2 wurden ausgestoßen durch diese und diese Möglichkeit. Bei der Gemeinwohlökonomie ist es ein anderer Ansatz. Da muss man wirklich darlegen, was habe ich für diesen Indikator gemacht, ja, welche Fragen habe ich mir gestellt und welche Prozesse im Unternehmen sind abgelaufen. Also es ist ein, ja, auch für Bürger, für alle Interessierten ist es ein viel nachvollziehbareres System und man kann auch deutlich mehr rausholen aus den einzelnen berichteten Indikatoren. Außerdem liefert es eben, wie vorhin gezeigt, ein Punktsystem zur Erfolgsmessung. Gibt die Möglichkeit, untereinander sich zu vergleichen. Das würde ich jetzt aber vielleicht nicht empfehlen, weil dann doch
Kommunen sehr unterschiedlich sind und es noch nicht so viel Datenbestand gibt, dass man sagt, ja, diese Punktzahlen sind 100% aussagekräftig. Wo sie allerdings sehr aussagekräftig sind, wenn die gleiche Kommune sich nochmal berichten lässt, zertifizieren lässt, dann kann man einfach seinen Ist-Stand von vor 2 Jahren oder von vor 4 Jahren mit dem jetzigen Stand vergleichen und hat hier in Punkten Anhaltssystem, was die anderen Berichterstattungssysteme einem eben nicht geben. Ja, und ganz wichtig noch für uns als kommunale Akteure, wie ich jetzt von manchen schon gehört habe, es ist auch die Möglichkeit gegeben, sich partizipativ bei der Weiterentwicklung der Arbeitsmaterialien zu beteiligen. Es gibt einen Arbeitskreis für Gemeinden oder für Kommunen, die diese Arbeitsmaterialien sozusagen entwickeln, verbessern und ja, auf jeden Fall in geringen Zeitabständen auf den Prüfstand stellen. Und dieses Gremium, da kann man auch Inputs liefern, da kann man auch ja, E-Mail-Kontakt halten oder sich mit den Verantwortlichen austauschen. Es ist eben noch eine sehr junge Bewegung und dementsprechend hat man noch viel Mitgestaltungsmöglichkeiten. Jetzt will ich mal ganz kurz bitte nicht überfordert sein mit diesem Brett an Darstellung. Ganz kurz nur aus meiner Masterarbeit ein Praxisbeispiel geben. Und warum habe ich jetzt diese total überladene Folie mit reingenommen? Weil ich eine kleine Geschichte dazu habe. Für die Masterarbeit haben wir versucht, die ganzen Prozesse in der Stadtverwaltung bei der großen Kreisstadt Germering mal zu evaluieren. Ja, wie könnte man eine Matrix befüllen? Ja, mit welchen Projekten? Was wird in der Verwaltung denn bereits im Bereich Gemeinwohlökonomie, im Bereich nachhaltige Entwicklung gemacht? Und die Verwaltung ist da wirklich völlig blind reingegangen und ich habe zusammen mit einigen Amtsleitern und mit der Hilfe des Oberbürgermeisters und meinen Kolleginnen versucht, diese Matrix damals so ein bisschen zu befüllen. Und was auffällt, ohne dass wirklich jetzt konkrete Schritte davor für die Gemeinwohlökonomie unternommen worden sind, ist die Matrix sehr voll mit sehr vielen verschiedensten Projekten. Und es soll eben Kommunen auch motivieren oder anderen Kommunen zeigen, hey, wenn wir so einen Prozess anstoßen, im normalen Fall oder in den meisten Fällen muss man nicht bei Null anfangen, sondern man hat schon ganz, ganz viele kleinteilige Projekte zum Teil auch. Ich kann hier mal auf den Indikator D4, soziale Gestaltung von Dienstleistungen gehen. Das können wir uns mal im Detail anschauen. Wo man sagt, hey, wir machen doch schon sehr viel in diesen Bereichen. Zum Beispiel im Bereich soziale Gerechtigkeit hat die Stadt Germering für ihre Veranstaltungen in den Gebärdendolmetscher oder induktive Höranlagen, falls gehandicapte Personen das brauchen. Es gibt Behinderten-WCs im Rathaus, es gibt ein Blindeleitensystem, es gibt eine barrierefreie Homepage, auch mit leichter Sprache ausgestattet, falls das benötigt wird. Die Stadt kauft Sozialwohnungen für Bedürftige. Es gibt einen Teilhabebeirat, es gibt ein barrierefreies Konzept für die Gesamtstadt. Und Entschuldigung, das sind so viele kleinteilige Sachen drin, auf die man vielleicht auch selbst als Verwaltung erst aufmerksam wird, wenn man so ein ja, so eine Bestandsaufnahme macht und so einen Praxisprozess erstmal anstößt. Und das ist auch, da wird mir der Josef Rother, der da schon sehr viel Erfahrung hat, bestimmt zustimmen. Es ist auch für die Verwaltung, wenn man es richtig kommuniziert und wenn man es richtig angeht, ein extrem motivierender Prozess, weil man ja eine Bestätigung für sein eigenes Handeln bekommt und dann auch gleich in so einem Prozess gleich was an die Hand kriegt, wo man sagt, hey, mir fällt vielleicht da noch was ein, wo wir besser werden können oder hier haben wir noch Nachholbedarf, aber da sind wir doch eigentlich gut aufgestellt. Oder eben hier haben wir noch einen weißen Fleck, da haben wir uns noch gar nicht Gedanken gemacht, wie können wir das angehen? Also dementsprechend ist allein schon die Entscheidung für eine solche Strategie oder so ein Gemeinwohlprozess extrem befruchtend für die Verwaltungsmitarbeiter und auch die Verwaltungsaktivitäten. Es gibt natürlich nicht nur positive Seiten, es gibt auch Herausforderungen, wie bei jedem größeren Unterfangen einer Kommune. Wie groß das ist, bleibt dann natürlich im Einzelfall individuell zu klären. Aber was nicht von der Hand zu weisen ist, ist
benötigt finanzielle und personelle Ressourcen, wenn man so einen Prozess angehen will. Finanziell im Bereich von Personalkosten, aber wenn man den letzten Schritt gehen will, dann und sich extern auditieren lässt, dass dann wirklich ein Auditor ins Unternehmen kommt und die erhobenen Zahlen prüft, das hat dann auch, ja, ist mit finanziellen Kosten verbunden. Die findet man auch auf der Seite der Gemeinwohlökonomie, was da die Größenordnungen sind. Und nicht zu unterschätzen sind natürlich die personellen Ressourcen. Und hier ist auch wichtig, dass man dann kommuniziert den Verwaltungsmitarbeitern. Es ist nicht etwas, was obendrauf auf den Workload kommt, den man eh schon hat und wo man vielleicht eh schon jetzt am Schwimmen ist, sondern es muss sozusagen, ja, muss auch Platz geschaffen werden für dieses Unterfangen, dass dann die Mitarbeiter, die das am Schluss betreuen müssen, ja, die am Schluss da einfach mit involviert sein sollen, das auch nicht als negativ empfinden. Dann ein schwieriges Thema ist in der Masterarbeit damals auch zur Sprache gekommen, ist, glaube ich, für viele Kommunen ein schwieriges Thema. Einige Indikatoren spiegeln vielleicht noch nicht ganz die Realität wider, wenn man, ja, wenn es zum Beispiel um die gerechte Einkommensverteilung geht, da sind die Kommunen schon sehr gut, weil sie einfach an Tarife gebunden sind, den TVÖD. Aber man kann natürlich da auch nicht aus diesem Tarifkonstrukt ausbrechen. Und ähnlich ist es auch bei Vergaberichtlinien. Man kann mit verschiedenen Tricks und unterschwelligen Vergaben oder Vergaben, die unter die Vergaberichtlinien fallen, da hat man mehr Spielraum, aber bei bundesweiten und europaweiten Ausschreibungen sind dann die Rechtsrahmen doch relativ strikt und da ist ein Fehler oder ein Experiment dann auch oftmals sehr kostspielig. Dementsprechend gibt es einfach gesetzliche Vorgaben, die Unternehmen vielleicht nicht ganz so stark tangieren, die Kommunen einhalten müssen. Wichtig ist auch, vorhin wurde es angesprochen, man kann es auch von top-down, ja, der Chef bestimmt jetzt, wir machen Gemeinwohlökonomie, kann man natürlich auch machen, aber dadurch, dass es ein Prozess sein soll, der auch über eine längere Zeit fortgeschrieben werden soll und eine strategische Ausrichtung der Kommune darstellen soll, ist schon auch wichtig, dass Rückhalt in der Verwaltung und Politik geschaffen werden muss und das ist schwieriger als vielleicht, gedacht, ja, es kommt immer darauf an, aber wenn man da nicht Multiplikatoren hat, die mitziehen, dann kann das natürlich auch, weil es eine Zusatzleistung ist, kann das natürlich auch erstmal zäh sein. Und was auch noch auf manche Mitarbeiter vielleicht zukommt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man sich mit neuen Themen auseinandersetzen muss und verwaltungsfremden Themen oder vielleicht nicht Themen, die dem Alltag entsprechen und dementsprechend ein bisschen mehr Engagement, ja, auch von Seiten der Mitarbeiter, auch von Seiten der Führung vielleicht gezeigt werden muss. Ja, der Bürgermeister der Gemeinde Kirchen-Schöring, die so einen Gemeinwohlprozess schon durchgemacht haben, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, hat eben gesagt, das Thema als Gemeindeverwaltung vielleicht auch als Gremium zu verinnerlichen und dann sagen, ja, das ist etwas, mit dem wollen wir uns erstmal auseinandersetzen. Der erste Schritt ist sozusagen der wichtigste. Das ist die größte Herausforderung. Wie kann so etwas aussehen? Ich habe exemplarisch euch mal mitgebracht, wie man sozusagen so einen Prozess strukturieren könnte. Das hat eine Vorreiterin vor mir in ihrer Masterarbeit schon mal dargestellt und da muss man sagen, das ist eben wichtig, wo startet man? Ja, was ist der individuelle Startpunkt? Aber für viele kann es auch sein, dass man den Status quo erstmal ermittelt. Aber im Großen und Ganzen ist es schon stringent und man sollte sich wirklich einen Fahrplan zurechtlegen oder eine Strategie überlegen, wie man denn vorgehen will bei der Umsetzung eines solchen Projektes. Hier ist auch zu empfehlen das neue Arbeitsbuch der für Kommunen der Gemeinwohlökonomie 2.0. Da kann man ganz konkret sich für die einzelnen Indikatoren die Frage stellen, wo stehen wir gerade in diesem Indikator? Was tun wir dafür heute bereits? Und wo wollen wir hinkommen?
mit so einer Punkteskala. Und es hilft vielleicht am Anfang, vor allem, wenn man sich noch nicht so viel als Kommune mit dem Thema auseinandergesetzt hat, um Ziele festzulegen und um auch seinen Iststand zu bestimmen. Hier sollte man aber auch darauf aufpassen, dass das ganzheitlich gemacht wird und dass man da auch ressort- oder amtsübergreifend miteinander spricht, dass man da keine blinden Flecken schon bei der Bestandsaufnahme findet. Ja, ich wollte vielleicht noch ein paar Expertenmeinungen mit reinnehmen. Ich glaube, zeitlich schaffen wir es auch noch. Was sind denn die Handlungsempfehlungen von Experten, die mit diesem Thema konfrontiert sind und einfach da Erfahrungen sammeln konnten? Der Herr Birner spricht es an, wie ich es auch gerade gesagt habe, man muss vorab wissen, wo will man als Kommune hin, welche Ziele will man erreichen. Und dann sollte man sich davor schon beschäftigt haben, ja, was man denn braucht. Und dann kann man sich überlegen, ob man sich zertifizieren lässt oder eine Bilanzierung anstrebt. Erstmal, ja, der Prozess steht sozusagen vorne und die Bilanzierung hinten. Und dann einfach schrittweise sollte man sich an das Thema rantasten. Und wichtig ist eben die Bewusstseinsbildung, wie die zum Schluss erfolgt, ist, glaube ich, auch individuell, muss individuell gesehen werden. Aber man braucht eben das eine oder andere Zugpferd, vielleicht in der Verwaltung, vielleicht in der Politik, vielleicht auch über Bürgervereinigungen oder lokale Aktionsgruppen, wie auch immer, dass man das Thema dann einmal einpflanzt und da von einer Basis aus starten kann. Und was man auch sagen sollte, es kommt sehr auf die Größe der Kommune an, aber so eine Bilanzierung, das ist schon sehr umfangreich. Es müssen eigentlich alle Verwaltungshandlungen auf den Prüfstand gestellt werden. Und das kann, vor allem wenn man das davor nicht eingeplant hat, diesen Zeitanspruch, kann das für Kommunen schon sehr fordernd sein, auch überfordernd. Dementsprechend wäre hier zum Beispiel eine Möglichkeit, mit einer abgeschlossenen Einheit, zum Beispiel in einem kommunalen Eigenbetrieb, zu starten. Im Falle von Grümzell wäre das beispielsweise die Möglichkeit, mit der Bücherei zu starten oder mit den Betriebshöfen oder vielleicht auch dem lokalen oder kommunalen Energiedienstleister. Da sind die Möglichkeiten wohl vielfältig. Das ist auch individuell, müsste man das sich anschauen. Ja, vielleicht noch ein paar weitere Handlungsempfehlungen. Eben, man braucht einen Prozess der Bewusstseinsbildung. Man muss, bevor man das Mitarbeitern aufdrückt, erstmal, glaube ich, informieren, was das überhaupt ist. Weil es ist vielleicht auch ein Thema, mit Nachhaltigkeit können viele Mitarbeiter etwas anfangen, mit Gemeinwohlökonomie wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele, dass man da vorab ja ein kleines Briefing auch den Mitarbeitern gibt, auf was sie sich einstellen können, dass man dann nicht schon mit dem falschen Fuß startet. Und man sollte sich auch bei diesen Arbeitsbüchern, wenn man zum ersten Mal damit arbeitet, Elemente raussuchen, wo man vielleicht schon fest im Sattel sitzt, wo man auch weiß, was die eigene Kommune macht und die rechtssicher sind und dann erst sich Elemente suchen, die vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen sind. Was man auch natürlich machen kann und was vielleicht auch schon vorab implementiert ist, wenn einzelne Indikatoren oder Elemente der GWÖ nicht zufriedenstellend sind, weil man noch einen höheren Anspruch hat an das, ja, die eigene Kommune, dann kann man das auch nachbessern mit spezifischen Werkzeugen. Hier gibt es zum Beispiel in den ganzen DIN ISO-Normen viele Bereiche, wo man sich nochmal extern oder extra zertifizieren lassen kann oder noch ein stärkeres oder genaueres Prüfsystem etablieren kann, wenn das von Interesse ist. Und hier verweise ich auch nochmal auf die Arbeitsmaterialien. Es gibt über die Jahre wirklich sehr viele Materialien, auch für Kommunen, auch für Unternehmen, die sehr hilfreich sind, um sich das Ganze mal zu Gemüte zu führen, um auch die Angst aus dem Prozess zu nehmen, weil man hier wirklich schon an der Hand genommen wird und
dieser Zertifizierungsprozess oder dieser ganze GWÖ-Prozess vielleicht dann gar nicht mehr so furchteinflößend ist. Ja, was wäre denn ein Fazit zu dieser Veranstaltung? Wir können dann gerne danach in die Diskussion nochmal gehen, wenn Zeit bleibt. Wie ist die Gemeinwohlökonomie ein Orientierungsrahmen für nachhaltiges Handeln in Kommunen? Kann sie das darstellen? Und aus meiner Sicht, ist das der Fall? Ja, vor allem, es ist ein ganzheitlicher Orientierungsrahmen. Es ist keine Insellösung. Und wenn man es richtig implementiert, kann es auf jeden Fall einen Orientierungsrahmen bieten. Vielleicht sogar kann es darüber hinausgehen und auch ein strategisches Hilfsmittel sein für nachhaltige Entwicklung in Kommunen. Vor allem Kommunen, die wirklich noch gar keine Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeitsstrategie haben, denen kann es besonders weiterhelfen, weil hier ihnen eigentlich ein fertiges Werkzeug in die Hand gegeben wird, wie man eine nachhaltige Strategie aufbauen kann für eine Kommune. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, die Städte und die Gemeinden, die sich dieses Werkzeug genauer anschauen, die sollten auch mit dem Ansatz und sich mit den Werten und den Werkzeugen, die vor allem angeboten sind, identifizieren können. Wenn man sagt, das Handbuch, das ist doch irgendwie jetzt nicht unser Thema, wir finden die Sustainable Development Goals besser oder wir finden den deutschen Nachhaltigkeitskodex besser, dann kann man natürlich auch hier ein anderes Modell vorziehen. Aber wenn man sich damit identifizieren kann, ist der GWÖ-Ansatz auf jeden Fall dafür geeignet. Und was man eigentlich mitnehmen sollte oder was man mitnehmen kann, ist, dass die GWÖ der Verwaltung hilft, kommunales Handeln in einen detaillierten Maßnahmen- und Projektplan einzubetten und vor allem der langfristig verfolgt werden kann. Ja, man kann das strategisch fortschreiben, man kann auch mit einzelnen Aspekten anfangen, mit einzelnen Indikatoren und nach an den Punkt kommen oder sich an die Zertifizierung rantasten und immer besser werden. Die Arbeitsmaterialien sind dafür vorhanden und auch die Unterstützung und man kann da sozusagen langfristig hat man da ein Tool an der Hand, mit dem man seine Strategie planen kann. Und das habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt bei dem Comply or Explain-Format der anderen Berichterstattungssysteme. Wenn man sich so einen Gemeinwohlökonomiebericht anschaut am Schluss einer Stadt, einer Kommune, dann findet man auch immer den Weg wieder in diesem Bericht. Ja, was hat die Kommune dazu bewegt, diese Richtung einzuschlagen? Oder wie ist man auf die Idee gekommen? Oder wie löst man welches Problem? Das steht in solchen Berichten drin. Da sind nicht nur Kennzahlen drin, sondern da sieht man auch den Weg, wie man zu dem Ziel gekommen ist. Und das macht Ergebnisse deutlich transparenter, hilft auch bei der Kommunikation nach außen und ist natürlich auch ein toller Mehrwert für andere Kommunen, die vielleicht in früher oder auch mittelfristiger Zukunft einen ähnlichen Weg einschlagen wollen. Also tut man nicht nur für sich selber was Gutes, sondern man hilft auch anderen Kommunen bei diesem Ziel weiter.